Uhr kann man nach ihm stellen, denn jeden Donnerstag um 8.30 Uhr fährt er auf den Supermarktparkplatz in Mühlhausen bei Neumarkt. Toni Zivko, besser bekannt als der Händel-Toni. Toni, wie lang machst du das jetzt schon? Ja, jetzt ist in diesem Jahr wird schon, also 29, seit 94. Am 1.10. war schon 94, habe ich angefangen. Muss man anzünden. Toni ist gelernter Koch. Als junger Mann kam er aus Kroatien und hat in einer Hotelküche in Berchien gelernt. Für die Schweinshaxen und die Händel hat er also ein Händchen. Also tun wir jetzt ein bisschen vorbereiten für was für die erste. Was machst du da jetzt? Was drückst du da? Muss man anzünden. Das ist ja mit Gas. Also das, wir grillen mit Gas, weil der Strom bringt ja nicht diese Temperatur, was man braucht. Wir brauchen über 420 Grad. Und das ist ja schwierig mit Strom zu bringen. So, das muss man immer aufmachen wegen der Gefahr. Das kann explosiv sein, weil die Gefahr ist das immer da. Im Winter machst du das auch auf? Immer, immer. Da leider seine Pflicht und dann machen wir immer Winter und Sommer, weil hier ist drin nicht so kalt. Also das ist ja, die Temperatur steigen über 70 Grad und dann, ja, das reicht. 70 Grad, da ist es im Sommer und im Winter bachelwarm. Das muss man aushalten können. Tonis Berufsalltag hat aber auch viele schöne Momente. Und? Ausgeschlafen. Schon lange? Ja, das ist meine Freundin, eine Maria. Grüß Gott, gibt es jetzt einen Kaffeeklatsch? Jeden Donnerstag. Schön, oder? Wenn wir Zeit haben, genau. Halt schon lange da. Ja, um 8:30 sind wir da. Sie haben ihn so gern, den Toni, gell? Ja, das ist mein Sohnemann, gell? Mein Sohnemann, ja. Wir kennen uns schon. Ja. Der holt mir immer meinen Wagen und jetzt kaufen wir heiße Schokolade. Derweil drehen sich die Händel alleine weiter. Das dauert noch eine ganze Weile, bis sie fertig sind. Donnerstag ist Kaffeeklatsch und der Händel-Toni ist der Hahn im Korb. Oder wenn du beim Toni zu Besuch bist, dann ist es in Eimerstoßzeiten. Kaum kommt jemand mit mir zum Reden, dann stehen sie eine nach dem anderen. Ja, genau. Das ist das Gleiche, so. Immer das Gleiche. Hast du gesehen, wenn ich hocke in ein Auto, kommt keiner. Kaum bin ich hier, ja, kommt er jetzt. Genau, ja, genau so ist es. So. Jetzt wird's ernst. Jetzt wird ernst. Toni hat eine spezielle Händel-Grill-Logistik. Ich lasse sie immer oben, weil die müssen knusprig sein. Wenn sie wieder tropfen, dann werden sie so ein bisschen lätschiger. Und dann, jeder Fahrer hat seinen Trick. Ich habe auch meine, weil die Leute wollen ein bisschen knuspriger und dunkel. Also wir haben eine Spieß jetzt fertig, die zwei sind in Vorbereitung, weil weiß man nie, wann die Leute, was die kommen. Das muss man immer ein bisschen vorbereiten. Wie viel verkaufst du so? Ja, ist verschieden. Alle Platz, ja, zwischen, ja, wie soll ich sagen, 100, 150, ja. Mein Schatz, ich habe keine Zeit, weil ich muss arbeiten. Ja, deswegen bist du ja so. Bist du wegen Haxen oder was? Oder Hähnchen? Haxen weißt du, dass es noch nicht fährt. Nein. Bist heute ein bisschen früh dran. Hähnchen. Hähnchen machst du. Ja. Was machst du da oben? Soll ich dir zusammen oder extra? Zusammen. Was ist dir lieber? Zusammen. Weil ich habe mich schon gewusst, weil jetzt ist die Haxen noch nicht so weit. Hast du da oben hier einen Braten drin hängen? Das ist schon bestellte Braten. Braten habe ich Bestellung. Ich fliege nach Amerika, keine Angst, komme ich wieder. Kommst du wieder? Da. Sein Erfolgsrezept, knusprige Händel und immer gute Laune. Was ist jetzt eigentlich deine Leibspeise, Händel? Ja, leider, ich esse gerne auch Händel, also so ist es nicht. Weil ich habe ja als Koch gearbeitet und esse ich alles. Egal, was man kocht, da ist er da, ne? Ess mal alles. Aber jeder wächst so, wo er isst. Ne? Wir sind am Meer, wenn man isst, dann weiß man, was man isst. Jeden Tag, jeden zwei Tage gibt es einen Fisch oder Muschel oder Scampi oder was weiß ich was. Und das ist die Leben am Meer. Ne? Er kommt halt von der Adria. Dann ein neuer Kunde. Das ist auch ein Stammgast und der läuft schlecht. Und dann gebe ich mir mal so wieder Auto, weil er kann ja nichts aussteigen. Was sagst du, mein Freund? Ich komme in. Und alles klar? An Tonis Händelstand findet sich die ganze Bandbreite des Lebens. Menschen mit all ihren Schicksalen.
Schönen Tag noch. Ich habe vor 7 Jahren einen schweren Unfall gehabt. Ich habe mir Lastwagen überrollt. Wenn ich einen anderen habe, bin ich der glücklichste Mensch. Das hat, das sind halt jetzt die Spätfolgen. Jetzt habe ich eine neue Hüfte gekriegt, einwandfrei. Oder ein Brie habe. Scheiße. Weil das Laufen nicht gelernt habe. So ging das schon hin. Hallo, tschüss. Mein Freund, alles hallo, gut. Tschüss. Ja. Ein Händel, ein ganz. Ein ganzer Händel. Mein Freund, alles gut. Ja, Logo, und bei dir? Und? Ja, ich habe heute früh in der Luft gerochen, der Toni muss da sein. Naja, hätte auch andere sein können. Dann wäre ich wieder gefahren. Hast du ein halbes für mich? Ja, ich habe heute nur Käsesemmel. Wenn ich habe keine Händel mehr, die sind alle bestellt, weißt du? Ich verstehe ich. In diesem Sinne. Mach's gut, mein Lieber. Ja. Pass auf dich auf. Ne? Gute Geschäfte, gell? Ja. Ciao, ciao. Ciao. Servus. So, junger Mann. Schwierig. Also gut aus. Bei so vielen Sachen, ne? Händel oder Haxen? Das ist hier die Frage. Da hier, mal Haxen. Eine ganze. Ja. Schon. Toni mag gern Fleisch zubereiten. Das merkt man seinem Grill gut an. Dankeschön. Schönen Tag wünsche ich noch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ade, ciao. Ja, ich nehme mal halbes Händel. Noch was dazu? Nee, das wäre alles, danke. Alles? Ja. Wer ist der junge Mann? Ha? Bitte? Wer ist der junge Mann? Das ist der Jona. Ah, schau mal hin. Wo? Schau mal hin. Hey, haben wir gleich Nachtisch, hä? Ei. Super, danke schön. Das ist ja spitze. Aber Nachtisch ist das. Ein Nachtisch, nicht jetzt, ne? Erstmal gescheit Mittagessen. So geht das den ganzen Tag. 5 Tage die Woche. Toni, wie schaut's aus? Wie lange magst du das noch machen? Wie lange? Ja. Ja, ich bin. Also bis Rente 13 Jahre. Muss ich machen. Musst du oder magst du? Mag ich. Echt? Ja. Wie gesagt, das ist für mich eine wie Hobby. Haben wir schon gesehen, dass, wie es läuft, dass man sehr viel Spaß haben kann, aber muss man selber halt so sein. Ja. Man darf mit den Leuten reden, muss man freundlich sein und die Leute geben auch zurück das Gleiche. Weißt du, was man den Leuten gibt, da geben sie auch zurück. Das Spezialrezept vom Händel-Doni? Seine Lebensfreude, gewürzt mit ein bisschen Humor und der Sympathie für die Kundschaft.